Sind das die drei krassesten Talente der U17-Weltmeisterschaft? Mit 15 durfte Ethan Waneri bereits sein Debüt für Arsenal geben und zieht mit seinen mittlerweile 16 Jahren bereits die Fäden in der U21 der Gunners. Waneri spielt als offensiver Mittelfeldspieler, hat ein unglaubliches Ballgefühl und zeigt regelmäßig seine Torgefahr. Auch für Englands U17, in der er bereits 9 Treffer in 18 Spielen vorweisen kann und für die er auch im Auftaktspiel traf. Das gelang dem zweitwertvollsten Spieler des Turniers zwar nicht, dennoch ist Claudio Echeverri ein absolutes Megatalent und durfte bereits für seinen Club River Plate debütieren und wird auch schon mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Der 17-jährige offensive Mittelfeldspieler ist ein sehr guter Dribbler, mega kreativ und kommt in seinen letzten 10 Einsätzen für Argentinien zu 17 vor der WM auf 5 Tore und 4 Vorlagen. Anders als seine 2 Vorgänger hat Paris Brunner bisher noch nicht für die erste Elf von seinem Club Borussia Dortmund debütiert. Immerhin darf das Ausnahmetalent aber schon regelmäßig bei den Profis mittrainieren. In der U17-Bundesliga kommt der Stürmer auf 25 Tore in 21 Spielen, in der U19-Bundesliga auf 12 Tore in 18 Spielen und für Deutschlands U17 steht er bei 15 Treffern in 18 Spielen und kann mit seinem Tempo, Trickreichtum und seiner Abschlussstärke möglicherweise zur deutschen Sturmhoffnung werden.